Das russische Sicherheitsunternehmen Kaspersky Lab hat den wohl schädlichsten Trojaner für Android-Geräte ever aufgespürt. Eine Software namens SkyGo Free, die schon seit 2014 ihr Unwesen treibt. Mit ihr lassen sich Android-Geräte regelrecht fernsteuern. Wie gefährlich ist das Programm wirklich? Werden auch deutsche User ausspioniert? Und wie könnt ihr euch effektiv schützen? Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht und bekommt jetzt alle Infos. Herzlich willkommen bei Klicks um Science and Fiction. SkyGo Free kann nicht nur WhatsApp mitlesen, sondern hat noch 47 weitere Funktionen und die sind selbst für Experten und Expertinnen mehr als erschreckend. Auch Facebook und Skype beispielsweise sind nicht sicher und können mitgelesen und kopiert werden. Und jetzt haltet euch fest, SkyGo Free kann sogar unbemerkt euer Smartphone-Mikrofon einschalten, sowie die Frontkamera für Videos und Bilder nutzen. Ja, also ein wichtiger Grund, um sich einen mechanischen Schutz für die Kamera zuzulegen. Und ihr ahnt es sicher schon, auch Standort, Kalender, SMS und Anruferlisten werden ausspioniert. In einigen Fällen müssen die Opfer zunächst Berechtigungen erteilen, damit die Spionagefunktionen greifen und der Trojaner die gewünschten Informationen bekommt. Laut Kaspersky kann SkyGo Free auf Huawei-Geräten beispielsweise sogar noch nach dem Ausschalten weiterlaufen. Mit Recht fragt ihr euch jetzt sicher, ob ihr auch betroffen seid. Acht geben muss man tatsächlich auf Websites, die so aussehen wie die bekannter Mobilfunkanbieter. Auf diesen extra präparierten Seiten wird man aufgefordert, das Smartphone zu aktualisieren bzw. neu zu konfigurieren. Dabei installiert sich SkyGo Free auf dem Gerät. An den Benutzer geht dann eine Willkommensnachricht wie diese raus. Sehr geehrter Kunde, wir aktualisieren Ihre Konfiguration und sie wird so bald wie möglich fertig sein. Wie das Ganze im Detail abläuft, ist aber noch nicht raus. Jedenfalls zeigt das alles mal wieder auf ein neues. Erst einmal nachdenken, bevor man auf unbekannte Links in Mails klickt oder dubiose Datenanhänge öffnet oder wenn sich eine Webseite öffnet, einfach bestätigen. Dennoch, ein wenig Entwarnung gibt es. Bislang wurde es nur auf Android-Geräten entdeckt, aber auch Windows-Phones sind wohl nicht ganz sicher. Darauf deuten Codeschnipsel in einigen Modulen hin, die das Sicherheitsforschungsteam von Kaspersky aufgespürt hatte. Kleine Bemerkung am Rande, wenn ihr es nicht schon längst habt, organisiert euch eine vernünftige Antivirensoftware für euer Smartphone. Bislang ist der Trojaner allerdings nur in Italien aufgetaucht. Hier wurde er wohl entwickelt, wahrscheinlich von einem italienischen IT-Unternehmen, das unter anderem auch an staatlichen Überwachungslösungen arbeitet. Im Klartext könnte es sich also um einen Staatstrojaner handeln, mit dem der Staat die Möglichkeit bekommt, mehr oder weniger verdächtige Personen zu überwachen. SkyGo Free ist nur ein Einzelfall, wenn auch ein ziemlich perfider. Welche Viren und Trojaner und so weiter kennt ihr, die wirklich so ein Ausmaß haben? Schreibt's in die Kommentare, dann machen wir ein Special dazu. Übrigens könnt ihr jetzt auch Mitglied bei Klicksum hier auf YouTube werden. Das seht ihr unter dem Video mit einigen Vorteilen und es werden mehr. Wenn ihr kein Video dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Dann umgeht ihr die etwas unzuverlässige Abo-Box hier auf YouTube und ihr verpasst kein Video, denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir persönlich, von jedem Upload und zwar noch vor allen anderen täglich garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks und Social and Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken, aber nicht die, genau die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter, dafür auch draufklicken. Computer werden tausendmal schneller. Bis dann, bleibt dran und ansonsten das Pfeifen ist beim nächsten oder übernächsten Mal dann weg.